Die Stadt Mainburg ist ja bekannt als die Hopfenstadt Bayerns. Aber nicht nur der Hopfen wächst hier ganz gut, sondern auch die Glücksspielautomaten sind in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden gewachsen. Auf 88 Einwohner kommt hier in Mainburg ein Glücksspielautomat. Der Stadt Mainburg ist es jetzt zu viel und deswegen hat man den Spielhallenbetreibern jetzt den Kampf angesagt. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! 2005 gab es in Mainburg nur ein Spielcasino. In den letzten 8 Jahren sind laut Ordnungsamt Mainburg geschlagene 14 Spielhallen dazugekommen. Das Ergebnis? Die Spielautomatendichte ist hier 4-mal so hoch wie der bayerische Durchschnitt. Aber warum gibt es gerade in Mainburg so viele Spielhallen? Wir fragen beim Bürgermeister von Mainburg nach. Ein Grund sei wohl die zentrale Lage Mainburgs. Wer anonym bleiben will, fahre hierher in die niederbayerische Kleinstadt. Das andere sage ich jetzt mit Anführungsstrichen. Mainburg hat natürlich einen sehr hohen Migrationshintergrund. Und auch unsere ausländischen Mitbürger mit türkischen Wurzeln spielen gern. Die Stadt Mainburg habe in den letzten Jahren hilflos zusehen müssen, wie eine Spielhalle nach der anderen eröffnet wurde. Es fehlte die rechtliche Handhabe. Der Gesetzgeber ist gefordert. Er hat bereits gehandelt. Bloß gibt es natürlich auch Bestandsschutz. Man auch diese Casino-Betreiber haben investiert, kann man nicht von heute auf morgen dann das zusperren, das geht ja nicht. Man braucht eine Rechtssicherheit, aber es kann nicht sein, dass wir vierfach mehr haben als der bayerische Durchschnitt. Seit 2006 müssen Spielhallen mindestens 250 Meter voneinander entfernt sein. Mit diesem Gesetz konnte erst vor kurzem eine neue Spielhalle verhindert werden. Gerhard Lang von der ÖDP reicht das nicht. Der Stadtrat will in Zukunft mit einem sogenannten Vergnügungsstättenkonzept weiteren Spielhallen den Riegel vorschieben. Dann hat die Stadt Mainburg die Möglichkeit zu bestimmen, wo kommt ein Spielcasino hin und wie viel werden es sein. Betroffen sind natürlich nicht diese Spielcasinos, die bereits Bestand haben. Josef Reiser will den Spielhallen die finanzielle Grundlage entziehen. Ein Mittel ist die neue Sperrzeitverordnung der Stadt Mainburg. Seit 1. Januar müssen die Spielhallen von 3 Uhr nachts bis 9 Uhr morgens geschlossen sein. Auch Alfons Ziegler ist davon betroffen. Der Besitzer von 2 Spielotheken in Mainburg glaubt, dass keine weitere Maßnahme mehr nötig ist, weil die eine oder andere Spielhalle langsam von selbst schließt. Es ist ein Casino definitiv zu, nachdem das 3-mal Betreiber gewechselt hat. Und ein Casino hat auch weniger Automaten im Betrieb, als sie dürften. Und das spricht eigentlich dafür, dass der Markt gesättigt ist und ich glaube, dass sie der selber reguliert. Aktuell soll eine weitere Spielhalle geschlossen haben. Könnte also Mainburg schon bald seinen Ruf als Klein-Las Vegas verlieren? Die Stadtväter würde es sicherlich freuen. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.